Morning, ihr lieben Leute. Wow, der Spiegel ist einfach immer noch nicht geputzt. Ich finde ihn gar nicht so schmutzig, ehrlich gesagt. Nee, gar nicht. Wir fahren jetzt dann, also was heißt jetzt dann, jetzt gleich, Inliner. Denn wir haben heute Vormittag schon gearbeitet, Workout gemacht. Und jetzt dachten wir uns, wir nutzen das schöne Wetter aus und ja, fahren gleich, bevor es sich vielleicht am Nachmittag wieder zuzieht. Ja, jetzt wird es Zeit, wir müssen raus, raus aus der Bude, raus aus der Beraterburg und rein ins Geschehen. Sepp schon wieder unterwegs und der hat die Wiese gemäht. Deswegen riecht es ja auch so frisch nach grünem Gras. Und hier sind wieder die Hühnchen. Heute sind die draußen. Die laufen übrigens meistens draußen rum, weil das haben wir euch ja gestern schon gezeigt. Die können da eigentlich ein- und ausgehen. Nicht nur eigentlich, sondern können die wirklich. Und meistens sind die halt einfach draußen unterwegs. Uns die letzten Tage aufgefallen ist, dass unser Kopfkissen oder unsere Kopfkissen dass unsere Kopfkissen schon so durchgelegen sind von den Jahren. Die haben wir ja auch schon ewig. Also wir haben insgesamt 3 Kopfkissen und eins davon, glaube ich, hatte ich schon als Kind. Da fährt gerade ein Lehrer von mir vorbei. Ein ehemaliger Lehrer. Und jetzt halt, gucken wir mal, ob wir Kissen finden, neue Kopfkissen, das ist der Plan. Das hier ist die Daunenabteilung offensichtlich, also Gänsefedern und so, weil die ganz bequem wären, aber die wollen wir nicht, wir wollen andere. Und das hier ist die Synthetikabteilung, ja, aber das ist ja zu klein. Ökologische Produktion. Da gibt es bestimmt auch so Green. Ja, ist hier, oder? Ah ja, ja, mal gucken. Wir haben uns jetzt entschieden, also du wolltest ja noch warten, oder? Ich warte noch ein bisschen. Vielleicht gucken wir bei dir nochmal online aus. Es gibt ja auch verschiedene gute Anbieter. Und ich glaube, ich nehme mir das mit. Das besteht, also der Bezug zumindest besteht aus Baumwolle und ansonsten stammt es auch aus einer ökologischen Produktion. Klingt schon mal gut. Made in Germany. Made in Germany. Im Hintergrund gerade ein Video rausrendert, welches jetzt dann gleich online geht, im Feed. Dachten wir, wir bestellen in der Zwischenzeit nochmal das Kissen für Maxi. Haben auch ganz viele empfohlen, Grüne Erde. Da haben wir auch schon mal in der Vergangenheit öfter mal was bestellt. Und das wird es jetzt auf jeden Fall für den Maximilian und es besteht aus Naturlatex, genau. Und preislich ungefähr, ja, ein bisschen teurer als das, was ich mir gekauft habe. Meins hat 30 gekostet, das 46. Ist aber auch voll okay, finde ich. Schau mal Leute, heute gibt es was sehr, sehr Leckeres zum Abendessen. Und zwar habe ich hier Kräuterseitlinge, Champignons, Zwiebeln, Tofu und Zucchini sind drin, Knoblauch ein bisschen. Und dann kommt hier noch frische Kräuter und ein bisschen Spinat rein, Tomaten und lecker Tortelloni mit Chiasamen. Also das schmeckt bestimmt fantastisch.